Unsere Reise führte uns in die Sozialistische Republik Vietnam, ein Land, mit dem wir seit frühester Jugend auch emotional sehr verbunden sind. Vietnam beschreitet einen interessanten Weg. Private Unternehmen sind zugelassen und florieren. 50% der Betriebe sind noch in staatlicher Hand. Das Wirtschaftswachstum beträgt konstant zwischen 5 und 7%. Das Ziel unserer Reise war die Urlaubsregion Nui Ne, 180 Kilometer von Ho Chi Minh Stadt entfernt. Wir kamen durch die Bezirksstadt Phan Thiet und besuchten den Markt. Ohne Moped geht hier gar nichts. Das Hotel, was wir uns ausgesucht hatten, nennt sich Phu Hai Resort, zu Deutsch reicher Strand. Neben komfortablen Unterkünften und einem gepflegten Garten hat das Resort einen traumhaften, sauberen Strand zu bieten. Liegen und Sonnenschirme gibt es reichlich und man kann sich prima erholen. Das Meer ist immer über 28 Grad warm. Mit einigen interessanten Naturschönheiten kann die Region Mui Ne punkten. Es gibt die weißen und die roten Sanddünen. Bei den weißen Sanddünen hatte es uns besonders der Lotussee angetan. Die traumhafte Kulisse wurde von Brautpaaren für die Hochzeitsfotos genutzt. In der Nähe der roten Sanddünen befindet sich der Märchenfluss. Eine zauberhafte, mystische Landschaft. Es führt kein Weg hindurch. Begehbar ist dieser Canyon nur über einen seichten Fluss. Ein tägliches Schauspiel war das Umtreiben der Kuhherde, die am Strand zu Hause war. Die Tiere leben bei den Fischern. Es sind sozusagen Meerkühe. Sie dürfen sich frei bewegen. Der Bulle flößte den Badenden schon Respekt ein. Wie man sieht, lassen sie sich sogar mit Hilfe eines Drachens treiben. Ne ist eigentlich ein Fischerdorf. Der Tourismus hat erst in den 90er Jahren Einzug gehalten. Etwas ganz Typisches sind die kleinen Rundboote aus Bambus, die als Zubringer zu den Schiffen fungieren. Hier findet gerade eine Zeremonie statt, die zu reichem Fang verhelfen soll. Das Nachtleben in Nui Ne ist überschaubar. Wie man sieht, ist alles fest in russischer Hand. Die Umgangssprache in den Restaurants und Läden ist Russisch. Man kann hier für wenig Geld gut essen. Hier gibt es gerade Krokodil am Spieß. Auch das Einkaufen macht Spaß. Die Preise sind sehr moderat.
Vietnam ist jung. 32% der Menschen sind unter 14 Jahre alt und nur 10% über 60. Die Schulen sind überfüllt. Es wird in 2 Schichten unterrichtet. Auf den Pausenhöfen geht es zu wie überall auf der Welt. Das rote Halstuch ist kein Muss, sondern Auszeichnung für gute Leistung. Ein Ausflug führte uns in das zentrale Hochland nach Da Lat. Das liegt 1500 Meter hoch und ist ein beliebtes Ausflugsziel, auch für die Einheimischen. In einem Park erwartete uns ein Ritt auf einem Elefanten. Es war sehr schwierig, die Kamera ruhig zu halten, zumal es ein steiles Ufer hinabging. Einen sehr schönen Überblick erhält man durch die Fahrt mit der Seilbahn in der Nähe von Da Lat. Diese Touristenattraktion haben die Österreicher gebaut. Da Lat ist eine sehr schöne Stadt. Es ist nicht so heiß wie an anderen Orten. Die Vietnamesen meinen, es sei kalt, deshalb fahren sie mit Winteranoraks. Es sind übrigens 27 Grad und viel kälter wird es nicht. Die Region Mui Ne ist eine kalte Hochburg. Von November bis Februar ist Saison und immer mit zuverlässigem Wind zu rechnen. Deshalb befinden sich dort auch viele Kiteschulen. In dieser hier spricht man Deutsch und man kann Kurse buchen. Die Region Mui Ne hat leider den Nachteil, dass man zum Flughafen Saigon über 5 Stunden durchs Land fahren muss. Und das bei sehr schlechten Straßenverhältnissen. Sozialismus und Schlaglöcher gehören scheinbar zusammen. Saigon hat 9 Millionen Einwohner und 6 Millionen Mopeds. Manchmal haben die scheinbar alle gemeinsam Ausgang. Und Massenstarts gehören zum Straßenbild. 2 Wochen waren viel zu schnell. Tschüss, Vietnam, und alles Gute.